20 Jahre Wachau Erfolgsfest sind natürlich auch für mich etwas Besonderes. Mein Name ist Claudia Altrichter. Ich bin bei diesem Projekt seit Beginn an federführend dabei, seit wir dieses große Event übernommen haben. Das ist natürlich etwas Besonderes und wächst einem ans Herz. Das sind 15 Jahre, wenn ich so zurückdenke, 15 Jahre, was ist da alles passiert? Da ist schon einiges, wenn ich darüber nachdenke, was wir uns alles angeschaut haben, was wir alles ausprobiert haben, was wir weiterentwickelt haben, wo wir auf Qualität gesetzt haben und auch im Bereich der Aussteller und Partner Akzente gesetzt haben, die wir zum Teil bis heute in Krems beim Wachauer Volksfest hier haben. Ja, dann ist das schon ein Teil davon, aber natürlich nur eine Mini-Zeit, wenn man zurückdenkt an 99 Jahre. Und wenn ich an meine Großeltern denke, die es heute leider nicht mehr gibt, denen war es immer wichtig, damals haben sie gesagt, wir gehen auf die Ausstellung, dass die Familie dorthin kommt und gemeinsame Zeit hat und gemeinsam Spaß hat mit Familie und Freunden. Und ich denke, so wie ich eine persönliche Story zu diesem Fest habe und verbinde, gibt es ganz viele Kremser und Kremserinnen, die auch irgendeine Geschichte, irgendein Jubiläum oder irgendwen dort kennengelernt haben, den man nicht vergisst und das Wachauer Volksfest aus dem Grund auch ganz besonders ins Herz schließt. Und das ist mit der Grund, warum wir uns als Veranstalter auf die Beine geheftet haben, dass wir nicht nur die Dinge umsetzen, die uns die Behörde, die Stadt Krems vorschreibt und vorgibt, was zu tun ist, um so eine Sache zu entwickeln, sondern wir sehen das als Auftrag auch für die Gesellschaft, dass wir da halt Dinge machen und den Leuten gerade in Zeiten wie diesen eine gute Basis bieten. Aus dem Grund, was gibt es heuer beim Wachauer Volksfest? Wir haben ca. 100 Aussteller, ein bisschen mehr als 100 Aussteller. Die teilen wir auf in Gastronomie- und Schaustellerbetriebe. Bei den Schaustellerbetrieben haben wir allen voran den Fritz Turner mit dabei an Bord beim Wachauer Volksfest. Das ist sicher die führende Schaustellerfamilie in Österreich, die besten Betriebe betreibt und zu uns nach Krems kommen sie mit der gesamten Batterie, mit dem gesamten Repertoire, das die Firma bereithält zu anderen Veranstaltungen in Österreich, fahren sie oft nur mit zwei oder drei Geschäften. Alleine das ist auch so ein bisschen ein Aushängeschild, das wir auch in der Schaustellerei best-of vertreten haben. Was gibt es da alles? Da gibt es beispielsweise das Magic, das ist ein bekannter Klassiker, den die Familien und die Kinder lieben. Leute, die es ein wenig schneller wollen oder mehr Adrenalinschub brauchen, steigen ins No Limit ein. Und neben diesen Geschäften gibt es auch neue Dinge wie den fliegenden Teppich oder die Valentina grinst da jetzt, das Dagata ist wieder da. Das Dagata hat sich auch weiterentwickelt in den letzten Jahren. Der Magnet. Vor 50 Jahren war das ein Geschäft, wo es halt normale Motorik gab. Heute ist es ausgestattet mit modernster Technik und Hydraulik. Ja. Das war so ein bisschen ein Ausflug zu den Schaustellern. Was gibt es in der Gastronomie? In der Gastro ein Motto zurechtgelegt, nämlich Bier trifft Wein. Ein Volksfest ist immer verknüpft mit dem Thema Bier. Und bei uns in Krems spielt der Wein aufgrund der Region, aufgrund der Nähe zu den Weintälern und auch zur Wachau und natürlich zum Kremstal eine wichtige Rolle. Aus dem Grund haben wir den Wein mit stark dabei. Allen voran, danke Christian Thiere hier, der die Magnum Bar bei uns beim Springbrunnen im Stadtpark betreibt, Patron vom Schlosshotel Dürnstein, der einen Teil seines Betriebs in den Park hineinlegt, dort mit einem Konzept mit Food Trucks und tollen Angeboten auch heuer wieder mit dabei sein wird. Springbrunnen wird deutlich größer als zuletzt sein, das Festzelt vom Ludwig Kleinlehner zum Ludwig. Heuer auch powered by Winzer Krems. Dort wird auch die Marke Winzer Krems und Haus Österreich klar sichtbar gemacht werden heuer. Und in der anderen Parkhälfte rund um den Pavillon wird es auch ein bisschen anders aussehen.
Da gibt es einen größeren Stadel von Frank Edlinger, wo es das Spanferkel und zünftigere Speisen zu genießen gibt. Die Monros sind heuer wieder zu Gast beim Machauer Volksfest. Und man kann sagen, die sind eigentlich schon wie eine Band in Residence, eigentlich unsere Klassikerband, die ein Besuchermagnet ist und hunderte von Leute anzieht und auch sicher heuer wieder für ein volles Zelt Standing Ovations und Perfect Ten mit den Händen in der Luft hoffentlich sorgen werden, sind dabei am 25. und 26. August beim Springbrunnen. Und neben den Monros haben wir noch viele andere Live-Musikanten, also nicht nur Rock'n'Roll wie Monros oder Riding Dudes, sondern auch andere Formationen, also von Schlager bis Pop bis Rock'n'Roll ist alles Mögliche dabei. Und das ist auch ein Hinweis, den ich sehr gerne hier heute Ihnen mitgeben möchte, warum sich die Dauerkarte auszahlt und warum sich ein Besuch mehrfach auf dem Machauer Volksfest auszahlt. Ein Ticket nur für eines dieser Konzerte kostet ein Vielfaches von dem, was die Dauerkarte im Vorverkauf kostet. Und damit kann man 11 Tage lang, so oft wie man möchte, aus- und eingehen und das Fest genießen. Und nicht nur diese, sondern auch alle anderen Programmpunkte genießen. Fix dabei auch die Lauser, das sind 6 Musikanten, die im Schottenrock kommen. Die Mountain Crew, vielleicht sagt Ihnen das was, das sind diese Beach Boys, die zum Teil mit nacktem Oberkörper und toller Figur vor den Leuten spielen. Maybock oder DJ Valentino, der auf Mallorca aus- und eingeht bei den Szene-Diskotheken. Rundherum haben wir dann noch im heurigen Jahr einige Events im Event, sozusagen Veranstaltungen, die halt on top dazukommen. Der KSC wird ein Meisterschaftsspiel haben am Freitag gegen den Favoriten AC. Das wird am 25. August sein. Dann danke Elisabeth, dass du heute hier bist und dass du auch vorweg schon so viel Zeit und Energie auch hineingesteckt hast. Gemeinsam werden wir einen Sternmarsch machen. Mit derzeit sind 14 Blasmusikkapellen angemeldet. Das wird am 27. August passieren. Das ist ein Sonntag. Die Blasmusikgruppen werden sternförmig aufs Festgelände zumarschieren, dort einzelne Platzkonzerte von sich geben und danach wird es ein gesamtes Monsterkonzert mit allen Musikanten auf einem definierten Platz geben mit einigen Stücken. Darauf freuen wir uns schon sehr und ist sicherlich auch eine Entwicklung zu 99 oder 100 Jahre Machauer Volksfest. Eine wichtige Sache auch der Niederösterreichische Tourismustag von der Wirtschaftskammer Niederösterreich, der am Dienstag stattfinden wird. Und ein künftiger Marktplayer hier in Krems, Transgourmet, die gerade draußen an der Schütt bauen, wird auch mit 300 bis 500 Leuten auf dem Machauer Volksfest feiern und hier eine Baustellenparty entrichten. Passend zum vorher angesprochenen Thema Wein, wir werden heuer auch zum ersten Mal die Bundesweinkönigin in Krems küren. Das ist die Sophie Romatzka, die noch dazu aus dem Traisental kommt und nicht sehr weit her hat. Die hat schon, am Wochenende habe ich sie getroffen, hat sie gesagt, sie hat schon eine ganze Fangemeinde zusammengetrommelt, mit der sie dann diese Krönung zur Königin vor Ort feiern möchte.